The pump, the pump, the pump, the pump. Hier 10 Uhr ungefähr. Auch heute gibt es ein Video noch zu später Stunde, wie es versprochen war. Ich muss gestehen, die Hitze macht mich extrem träge und die Arbeitsbedingungen hier sind wirklich ein bisschen schwer. Zum einen die Hitze, dann der Schlafmangel und auch so platzmäßig. Wir haben ja keinen richtigen Tisch, keinen Schreibtisch oder sowas. Auch keinen richtigen Küchentisch, wo man eben vernünftig arbeiten kann. Nichtsdestotrotz, ich habe gesagt, ich versuche jeden Tag ein Video zu machen und solange ich das schaffe, mache ich das auch. Wir haben heute Rücken trainiert. Wir waren wieder da im Titan-Gym, heißt es glaube ich. Vorteil, sehr übersichtlich, nicht allzu viel los, angenehm klimatisiert, nicht zu heiß, nicht zu kalt, gut ausgestattet. Also Training war ganz gut. Habe so ungefähr mein normales Training gemacht. Also ich fange meistens Rückentraining an mit einer Latzugübung, die ich sehr breit mache. Ich mache das bei mir an der Gym 80 Maschine, habt ihr vielleicht schon gesehen. Und ziehe praktisch eben an den Ohren vorbei, nach außen. Habe das hier mit diesem Live-Fitness-Turm gemacht. Das ging auch ganz gut mit zwei separaten Seilzügen. Finde ich sogar ganz interessant. Muss ich mal gucken, ob ich sowas irgendwie bei mir auch noch installiert bekomme zu Hause. Danach eine Latzugmaschine. Da hätte ich zu Hause eine Rudermaschine gemacht im Sitzen. Die gibt es hier leider noch nicht. Das Gym ist ganz neu. Da sollen noch über 20 Maschinen kommen. Also das nächste Mal dann vielleicht. Danach Rudern am Kabel mit einem engen Griff. Das ist eigentlich ein Standard bei mir. Und dann vorgebeugtes Rudern mit der Langhantel. Ist auch mehr oder weniger Standard. Mache ich manchmal auch mit Untergriff, mit der SZ-Stange.
Da habe ich heute keine gefunden, deshalb habe ich wieder mit Obergriff gemacht. Danach, was ich euch verheimlicht habe, weil da wurde es dann auch ein bisschen voller, da wurden dann diverse Formchecks gemacht und es wurde immer enger, habe ich die Kamera ausgelassen, habe ich noch kurz Bizeps gemacht. Mache da immer nach dem Rückentraining nochmal zwei Sätze Hammer Curls und nochmal zwei Sätze Squat Curls. Die habe ich euch jetzt unterschlagen. Ja. Und danach musste ich posen noch, genau. Also war ein langer, dann doch anstrengender Tag im Gym. Aber ist eben auch wichtig natürlich, das Posen ein bisschen zu üben. Ich mache das eigentlich viel zu wenig. Ja, man reißt sich da ein Leben lang, kann man sagen, speziell natürlich in der Diät, ein paar Monate den Hintern auf. Und oftmals sieht man dann selbst bei Profis, dass es an der Präsentation hakt, was natürlich immer schade ist. Aber vielleicht auch mal da zum Verständnis, man geht dann ziemlich auf dem Zahnfleisch. Tim ist da ja auch viel kritisiert worden. Man darf nicht vergessen, sowohl Tim als auch ich und natürlich auch der eine oder andere Profi hat noch andere Sachen, hat vielleicht Familie, hat noch eine Firma oder einen Job und so weiter. Und dann macht man so eben das, was unbedingt sein muss. Essen, trainieren, versucht noch irgendwie seinen Schlaf zu kriegen. Und dann denkt man manchmal so vielleicht auch, das Posen kriegt man dann schon hin oder das übe ich zum Schluss. Realistisch ist dann meistens, dass man dann genauso wenig Zeit hat. Also noch an der Stelle die Empfehlung, habe ich schon öfter ausgesprochen, wer mal eine Meisterschaft machen will und noch keine Posing-Erfahrung hat, direkt anfangen, nicht denken, das mache ich am Schluss noch schnell. Danach waren wir kurz einkaufen. Kurz einkaufen wird dann immer ein bisschen länger einkaufen, weil wenn man mit 4, 5 Leuten unterwegs ist, der Tobi Hahn war dann auch noch dabei, obwohl an dem hat es nicht gelegen, aber ja, dann dauert es halt immer ein bisschen im fremden Land, fremde Supermärkte, bis man dann alles gefunden hat und verstanden hat, wie das hier heißt und was dann in der Packung auch drin ist. Dauert das ein bisschen und danach ja, sind wir dann zurückgefahren, haben noch sehr lange Parkplatz gesucht, die Vorräte heimgeschleppt, dann habe ich geduscht, dann bin ich schon mal fast eingeschlafen. War ich mit Roland eben noch kurz Kaffee trinken, Cappuccino. Ist in Spanien auch so eine Sache, also ein Cappuccino. Ich bin jetzt kein Riesengourmet, aber da gehört halt kein Zimt drauf. Ja, das ist eben manchmal so hier. Gruß nach Italien, ne? Da gibt es natürlich den besten Cappuccino. Vielleicht komme ich ja nochmal nach Italien demnächst. Und das war dann auch schon der Tag. Und in Verbindung mit der Hitze ist man dann abends um 10 Uhr, also ich wirklich dann noch gar. Ich habe gleich noch eine Mahlzeit. An dem Punkt, heute tatsächlich haben wir die Kohlenhydrate reduziert auf 600 Gramm Reis. Den Formcheck, den könnt ihr sehen morgen früh auf dem Rap One Video, auf dem entsprechenden. Könnt ihr natürlich gerne da euren Senf dazugeben. Ein bisschen von meiner Form habt ihr ja heute auch hier gesehen. Genau, und die Idee ist jetzt eben die Kohlenhydrate etwas zu reduzieren heute. Der Effekt davon, der wird sich wahrscheinlich erst morgen zeigen. Und das Ziel ist eben, dass das Wasser aus der Haut ein bisschen rausgeht, im Muskel drin bleibt. Wenn man eben noch trainiert und nach dem Training Kohlenhydrate isst, dann sollten die Glykogenspeicher voll bleiben. Glykogen ist die Speicherform der Kohlenhydrate, bindet ja ungefähr pro Gramm Glykogen nochmal so 2,7 Gramm Wasser im Muskel idealerweise und nicht unter der Haut. Und der gewünschte Effekt, wenn man jetzt die Kohlenhydrate reduziert, ist, dass eben im Muskel das Glykogen drin bleibt und unter der Haut erstmal rausgeht. Das ist ein bisschen eine neue Strategie jetzt für uns oder für mich. Viele kennen das ja mit dem Entladen, Aufladen und so weiter. Und habe einfach festgestellt, dass das bei mir meistens ein bisschen viel durcheinander verursacht. Manchmal funktioniert es, aber in der Regel ist es doch so, dass man, wenn man so 2, 3 Tage entladen hat, denkt, oh, jetzt, ich fühle mich zwar ein bisschen flach, aber es sieht eigentlich richtig gut aus und ich habe trotzdem noch Dampf und so weiter. Und das ist jetzt eigentlich so das Ziel, praktisch jetzt so leicht zu entladen. Heute ist Donnerstag, das heißt Donnerstag, Freitag, Samstag, mal gucken, wie es dann wird. Entscheiden wir kurzfristig die Kohlenhydrate reduzieren und dann in der Hoffnung, dass am Sonntag eben die Form passt. Genau, aber da halte ich euch auf dem Laufenden. Wie gesagt, größte Änderung heute, 200 Gramm weniger Reis. Das war's für heute. Schaut euch unbedingt natürlich die Rap One Videos an. Wie gesagt, morgen früh kommt der Formcheck. Bestellt bitte alles auf esn.com mit dem Code. Zufällig habe ich ein T-Shirt an. Code HOFF. Bekommt ihr 20% auf Proteinprodukte und Aminosäure diese Woche, 10% auf alles andere. Denkt immer dran, oft sind die Sachen ausverkauft, also nicht zu lange warten. Was habe ich noch vergessen? Achso, die T-Shirts, genau. Die grauen Pumper-T-Shirts, die sind schon ausverkauft. Vielen Dank oder ja, herzlichen Glückwunsch an alle, die Hands bekommen haben. Die sind weg, leider. Und ich auch jetzt weg. Also, bis zum nächsten Video.
gute Nacht, guten Pump, teilen, liken, kommentieren. Tschüss. Ciao.